So, für unseren Panda-Bär fangen wir an. Wir nehmen immer wieder zwei Loombänder und fangen an mit der zweiten Reihe von oben. Die ersten drei oberen Stifte lassen wir aus und spannen die ersten beiden weißen Gummibänder von links in die Mitte. Und dasselbe machen wir dann nochmal von rechts in die Mitte. Wie gesagt, wir fangen von oben vom zweiten Stift jeweils an. Und nehmen dann die nächsten beiden weißen Gummibänder und spannen die dann von oben einmal weiter runter. Und das Ganze machen wir jeweils von links in die Mitte und rechts das Ganze auch nochmal. Das Ganze machen wir dann nochmal. Wir fangen dann wieder links an. Spannen nochmal zwei Gummibänder von oben nach unten. Dasselbe dann nochmal in die Mitte. Und rechts das Ganze dann auch noch einmal. Jetzt nehmen wir uns wieder zwei weiße Gummibänder und spannen die noch einmal in der Mitte von oben nach unten, sodass wir in der Mitte drei Reihen gespannt haben und links und rechts jeweils zwei. Als nächstes nehmen wir uns wieder zwei Gummibänder und spannen die von der Mitte nach links. Und dasselbe machen wir dann auch nochmal auf der anderen Seite. Dies wird dann der Kopf des Pandas. Jetzt kommt der Hals dran. Dafür tun wir einmal in der Mitte zwei schwarze Gummibänder nach unten spannen. Und dann gehen wir von der Mitte nach links runter. Wir lassen jeweils einen Stift aus auf jeder Seite und spannen dann vom Hals einmal links runter und einmal nach rechts runter. Und dann gehen wir auf der linken Seite weiter runter mit zwei Gummibändern. In der Mitte einmal. Und das Ganze dann auf der rechten Seite auch noch einmal. So, haben wir das gemacht, benötigen wir wieder weiße Gummibänder und spannen auf der linken Seite vom schwarzen letzten einmal weiter nach unten und noch einmal weiter runter. Und das Ganze machen wir auch in der Mitte. Und auch auf der rechten Seite machen wir das Ganze. So, damit wäre der untere Teil vom Panda auch schon fertig. Wir brauchen zwei schwarze Gummibänder und machen jetzt die Füße. Und dazu spannen wir auf der linken Seite vom weißen letzten Stift einmal weiter runter und auf der rechten Seite machen wir dasselbe. Dann nehmen wir ein Gummiband und wickeln das viermal ums letzte schwarze Gummiband rum. Das wären dann unsere Füße und das machen wir auf der linken und genauso machen wir das dann auch auf der rechten Seite. So, wenn wir das gemacht haben, machen wir
einmal die Schultern. Dazu gehen wir oben auf die Schultern mit zwei Gummibändern und tun die zwei Gummibänder einmal nach oben spannen über die freigelassenen Stifte. Und dort am Ende kommt dann wieder ein Gummiband drum, was wir wieder viermal um die Schultern wickeln. Also das sind jetzt quasi die Hände, nicht die Schultern, Entschuldigung. Und dasselbe machen wir dann auch noch mit der rechten Hand. Ein Gummiband wickeln wir viermal drumherum. So, wenn wir das gemacht haben, nehmen wir ein schwarzes Gummiband und wickeln das auch viermal in den mittleren Stift von dem weißen Kopf, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Also einmal jeweils auf dem mittleren linken und einmal auf dem mittleren rechten Stift vom Kopf viermal das schwarze Gummiband drum wickeln. Das werden dann unsere Augen. So, haben wir auch das erledigt, müssen wir natürlich auch noch die Ohren machen. Dazu haben wir ja oben drei Stifte ausgelassen. Wir nehmen uns ein schwarzes Gummiband, machen da eine 8 draus und tun es oben auf den letzten weißen, auf den leeren ausgelassenen Stift spannen. Das Ganze zweimal. Damit haben wir dann auch unsere Ohren. Jetzt nehmen wir wieder ein Gummiband und wickeln das wieder sagenhafte viermal um den letzten Stift auf jeder Seite. Einmal links und einmal nach rechts. Als nächstes nehmen wir uns ein weißes Gummiband und das ist das Gummiband, was dann oben drüber kommt. Wir tun das Gummiband über die zwei schwarzen Augen und einen Stift nach oben, so dass sich ein Dreieck bildet. Und dasselbe machen wir dann eine Reihe weiter darunter auch noch, so dass sich das Ganze wie ein Dreieck bildet. Und das Ganze machen wir dann auch noch auf dem Unterkörper. Wir nehmen wieder ein weißes Gummi und spannen den auf die ersten drei Stifte vom weißen Unterteil zum Dreieck nach oben. Und eine weitere Reihe nach unten. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal ganz unten. Dann nehmen wir uns unsere Nadel und tun das untere Band einmal über den ersten Stift nach vorne ziehen, so dass das dann aussieht wie zwei schöne Regentropfen. Haben wir das gemacht, können wir dann mit den Lumen anfangen. Und zwar lumen wir zuerst die Schultern. Dazu fahren wir da rein und ziehen die zwei Gummibänder von der Schulter einfach raus. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt, da wir ja jetzt wieder rückwärts lumen quasi. Und ziehen die zwei Gummibänder auf den Stift nach vorne.
Und das Ganze machen wir jetzt auch noch einmal auf der rechten Seite. Einmal die zwei Gummibänder rausziehen. Aufpassen, dass das Gummiband, was wir viermal drum gewickelt haben, nicht rauskommt. Dann schön drum bleibt. Und dann nehmen wir uns wieder die Gummibänder und tun die auf den Stift darunter. Damit hätten wir dann die Hände gemacht. Und das Ganze machen wir dann nochmal. Mit den Ohren. Wir fahren wieder rein, holen wieder die zwei Gummibänder. Also das eine Gummiband, was wir doppelt rumgelegt haben, von den Ohren da raus. Und wickeln es über den Stift. Darunter liegen. Und das Ganze machen wir jetzt auch einmal auf der rechten Seite. Wir holen wieder die zwei Gummibänder raus, also das eine doppelte. Aufpassen, dass das Gummiband, was wir viermal drum gewickelt haben, nicht ablöst und ziehen es wieder auf den Stift davor. Damit haben wir dann die Ohren auch gelumpt. So, als nächstes kommen die Augen. Dazu fahren wir einmal unter die schwarzen. Da brauchen wir jetzt nicht hinter das weiße Gummiband, sondern wir ziehen einfach die schwarzen Bänder. Von den Augen ziehen wir jetzt einfach über das weiße rüber. So, einfach über das weiße Gummiband rüberziehen. Das wären dann unsere Augen. So sollte das Ganze dann aussehen bei euch. Haben wir auch das gemacht. Machen wir weiter bei den Füßen. Und wir lumen ganz normal die zwei Gummibänder von den Füßen nach oben. Auf der linken sowie auch auf der rechten Seite. Wenn wir das gemacht haben, lumen wir weiter nach oben. Passt auf, dass ihr nicht die weißen Gummibänder erwischt, die wir vorher draufgelegt hatten, sondern fahrt hinter das weiße Gummiband, ganz wichtig, und lumt dann nach oben. Das macht ihr dann bis zum ersten schwarzen Band bis zu den Schultern. Dasselbe machen wir dann noch einmal auf der rechten Seite. Wie gesagt, nicht die Gummibänder mitnehmen, die wir drüber gespannt hatten, sondern schön dahinter und nur die zwei weißen Bänder, die wir darauf gespannt haben, abnehmen und auf das nächste und auf den nächsten Stift spannen. Und genauso wie auf der linken Seite machen wir das auf der rechten Seite. Und dann können wir auch schon die Mitte lumen. Von unten nach oben.
Und das Ganze machen wir dann auch einmal bis zum Hals. So, als nächstes können wir mit den Schultern weitermachen. Dazu müssen wir noch die mittleren Gummibänder in die Mitte ziehen. Ihr holt, ihr fahrt rein in die Stifte und holt nur das Band, was ihr in die Mitte gespannt hattet, von links nach rechts und von rechts nach links. Holt ihr raus und spannt es auf den mittleren Stift. Wenn wir das soweit gemacht haben, dann haben wir unseren Unterkörper soweit so gut gelumpt und können dann mit dem Hals weitermachen. Haben wir den Hals fertig, machen wir mit dem Kopf weiter. Dazu nehmen wir uns erstmal die zwei Gummibänder von, die wir von rechts nach links in die Mitte gespannt hatten. Das müssen die beiden oberen sein und spannen die von der Mitte nach rechts wieder rüber. Dasselbe machen wir dann auch einmal auf der linken Seite. Die zwei Gummibänder nehmen, die wir in die Mitte gespannt hatten, und ziehen sie nach rechts rüber. Und dann bleibt nur noch das über, was wir von oben nach unten gespannt haben. Und das ziehen wir dann nach oben auf den nächsten Stift. Und dann loomen wir weiter von der linken Seite. Aufpassen, dass wir nicht das Band mitnehmen, was wir drüber gespannt hatten, wieder. Und loomen dann einfach nach oben. Und das Ganze machen wir dann auch noch auf den anderen Seiten. Einmal in der Mitte. Bis nach ganz oben. Bis nach ganz oben lumen. Und noch einmal auf der rechten Seite. Auch noch einmal bis nach ganz oben lumen. Und nicht das Band mitnehmen, was wir drüber gespannt hatten als Dreieck. Ganz, ganz wichtig. So, wenn wir das gemacht haben, von der linken und von der rechten Seite, die zwei Bänder, die wir links und rechts rüber gespannt hatten, müssen wir natürlich auch noch in die Mitte spannen. Einmal von rechts nach links in die Mitte und einmal von links nach rechts in die Mitte. Damit haben wir dann unseren Panda-Bär soweit fertig gelumpt und können dann mit der Schlaufe weitermachen. Dazu fahren wir da wieder in der Mitte durch alle Gummibänder, nehmen uns ein beliebiges Gummiband, nehmen es an den Haken, weil wie ihr wisst, alles was mit Lumen zu tun hat, hat einen Haken irgendwo. Und wir ziehen die Schlaufe da durch. Machen einen schönen Knoten, damit das Ganze sich nicht mehr auflösen kann. Kräftig festziehen, nicht vergessen, ganz wichtig.
Sollten wir das geschafft haben, und dann können wir unseren Panda-Bär auch abziehen vom Loomboard. Solltet ihr alles richtig gemacht haben, sollte euer Panda-Bär später dann so aussehen. So sieht euer Panda-Bär dann aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbauen. Tschüss.